Hi zusammen, jetzt gibt es einen Quick-Tipp und zwar geht es um die Macht des Brustbeins. Ja? Also es geht darum, dass man quasi nicht sich mit dem Ball dreht, also sprich den Oberkörper auf dem Ball dreht, weil dann wirklich ganz schräge Sachen passieren können, im wahrsten Sinne des Wortes. So, ich habe euch jetzt hier mein Achtereisen, wo es den meisten noch relativ leicht fällt, gerade zu stehen. Was heißt denn gerade stehen? Ich sage immer, ich bin Chef. Ich bin der Spieler, ich möchte am Anfang auf beiden Füßen gleich stehen. Ich möchte mit meinem Zentrum, mit meinem Brustbein, mit meiner Mitte genau über der Mitte stehen. So, mit dem Achtereisen liegt der Ball ja leicht schon links von der Mitte, also sprich so eine Viertelballumdrehung ungefähr links. Das heißt, ich könnte jetzt schon mich so ein bisschen verführen lassen, mich auf den Ball zu drehen. Das ist jetzt vielleicht wirklich nur eine minimale Bewegung, kann aber schon einen Effekt haben. Viel krasser wird es dann natürlich mit den längeren Schlägern. Ich habe jetzt hier einfach mal ein Hybrid. Ein Hybrid liegt ja doch schon so auf Vierer-Eisen-Position. Kommt natürlich auch darauf an, was für ein Schläger. Aber ich habe jetzt hier mein Fünfer-Hybrid. Das liegt ja doch einiges weiter vorne. So, wenn ich jetzt mich hier hinstelle und ich stehe jetzt zentral da, dann stehe ich eigentlich ja faktisch hinter dem Ball. Und das möchte ich ja auch sein. Viele schauen aber den Ball an und drehen sich auf diesen Ball drauf, ohne dass sie es wirklich bemerken. Kann man ihnen ja auch nicht übel nehmen. Man hat den Schläger in der Hand. Man spricht den Ball an und dann bleibt man auch meistens so stehen. Und wenn ihr jetzt das frontal seht, bin ich auch auf den Ball gedreht. Was dann natürlich passiert, ist, dass die Schultern sich öffnen. Sprich, ich stehe eigentlich mit den Füßen gerade, aber mit den Schultern verdreht da. Das ist dann aber auch nur der kleinste Effekt, ja, dass die Schultern sich aufdrehen. Das ganze Gewicht geht nach links. Mit dem Driver ist es übrigens ganz fatal, wenn man dann auch sich noch darüber dreht, wenn der Ball so weit links liegt, weil dann kommt man überhaupt nicht mehr in die Aufwärtsbewegung. Also dieses Brustbein, wenn sich das irgendwie nur verdreht, das, die ganze Achse verdreht sich auf offen, auf links, kann wirklich ganz, ganz extreme Fehler hervorrufen. Es kann natürlich hervorrufen, dass ich dann quasi schon zu weit vorne bin im Treffmoment. Der Schläger kann gequetscht werden. Die Hände lassen los. Es geht dann zum Hook. Aber letztendlich ist tatsächlich der Quetscher mit einem offenen Schlägerblatt, wenn ich mit dem Kopf und mit meinem Brustbein dann letztendlich schon zu weit vorne bin. Wenn ich versuche, mittig zu stehen, also wirklich das Gefühl habe, ich stehe faktisch hinter dem Ball, ich stehe mittig und nur die Hände sind quasi auf dem Ball gelehnt, dann fühlt sich das wirklich an für ganz, ganz viele, als wären die Schultern geschlossen. Und es fühlt sich aber auch wirklich nur so an. Die Schultern sind nicht geschlossen. Ihr könnt es sehen, wenn ich jetzt quasi hier gerade stehe, ihr seht selber, meine Fußlinie und meine Schulterlinie ist gerade. So, und das solltet ihr jetzt wirklich mal probieren, weil das kann ich ganz pauschal schon mal bestätigen, dass das bei 10 Golfern mindestens 7, 8 machen, indem sie es einfach überhaupt nicht beachten, indem ihre ganze Achse nach vorne verdreht ist, weil einfach der Ball nach vorne geht. Also, probiert es mal. Das war jetzt ein langer Quick-Tipp, ich weiß, aber ich komme natürlich auch immer wieder in den Erklärmodus. Aber es ist wichtig, dass ihr das versteht. Und probiert es aus. Und ich freue mich natürlich über jedes Feedback, über jeden Like auf Instagram und auf YouTube. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr mir wissen lasst, ob es funktioniert. Also, alles Liebe und bis bald. Ciao!